zeige euch heute die schnellste Methode, um alle gratis Titanic und Huge Pets in Petzl 99 zu bekommen. Wir fangen auch direkt mit dem einfachsten Huge Pet an, nämlich den aktiv hatchbaren Huge Pets. Diese Huge Pets könnt ihr erstmal aus eurem besten Egg hatchen. Da seht ihr es hier zum Beispiel. Und das ist tatsächlich die einfachste Methode, beziehungsweise die, die ihr am besten AFK machen könnt. Denn Leute, falls ihr noch nicht wusstet, man kriegt ja extrem viele Coins durch die letzte Area. Ich habe ja auch zum Beispiel wieder hier 70 Emerald Bars, was die maximale Anzahl an Coins momentan ist. Und ich sammle die halt wortwörtlich in einer halben Stunde zusammen. Und das ohne irgendwelche Coin Boosts. Das heißt, ich stehe einfach hier in der Area, vielleicht benutze ich sogar einen Coin Boost. Braucht man nicht, aber ich kann nicht einfach AFK stehen und ich bekomme so schnell Barren. Ihr seht ja auch hier zum Beispiel, ich habe hier alleine schon in dieser ganz kurzen Zeit schon wieder 37, sogar 40.000 Emerald Coins bekommen. Was auch schon wieder 400 Eggs wären, die ihr so schnell bekommt. Auf jeden Fall wollt ihr dann erstmal am besten maximale Anzahl an Coins euch zusammenfarmen. Dann zu eurem besten Egg gehen. Erstmal alle eure Bücher anequippen, ganz wichtig. Und die erstmal mit einem Huge Hunter Buch, was ihr übrigens bekommt, wenn ihr ungefähr 1 Million Eggs insgesamt, sogar ein bisschen mehr als 1 Million Eggs insgesamt hatcht. Da kriegt ihr nämlich das Extravaganza Achievement, indem ihr erstmal ein Huge Hunter Buch bekommt und eine Eierkabine. Wenn ihr mehrere von diesen Büchern haben wollt, könnt ihr euch im Prinzip 2 Accounts machen, mit denen ihr dann erstmal auch einfach nur AFK hatcht. Die Methode würde sogar funktionieren, mit mehreren Accounts erstmal hier zu hatchen, weil eben das so ziemlich die beste Free-to-Play-Methode ist, um AFK erstmal ein Huge Pet zu bekommen. Denn wenn ihr kein Autotap Game Pass habt, dann ist tatsächlich AFK Farmen in der letzten Area für Gems oder was weiß ich was alles mega schwer und mega schlecht tatsächlich. Weil ihr macht so viel weniger Damage, weil ihr eben die Criticals 5 Bücher nicht benutzen könnt. Weil die werden nur benutzt, wenn ihr auch auf die Sachen klickt. Deswegen bringt diese Criticals 5 Bücher tatsächlich nicht viel, wenn ihr nicht den Autotapper Game Pass habt. Deswegen ist das tatsächlich die beste Methode, um erstmal AFK Huge Pets zu bekommen. Auf jeden Fall wollt ihr dann als zweiten Enchant Shiny Hunter reinmachen, weil natürlich Shiny Huge Pets, falls ihr ein Huge Pet hatcht, viel mehr wert sind als normale. Und vor allem, falls ihr die selber behalten wollt und nicht verkaufen wollt für Gems, dann werdet ihr auch viel mehr Glück mit dem Shiny Huge Pet haben, weil eben Shiny Huge Pets stärker sind als normale Huge Pets. Ich glaube, das ist sogar die zweitstärkste. Ich glaube, die einzigen, die stärker als Shiny sind, sind Rainbows und natürlich halt Rainbow Shinies. Und die restlichen Slots wollt ihr erstmal mit glücklichen Eiern zuballern. Das macht ihr jetzt nicht unbedingt, um die Huge-Chancen zu erhöhen. Das bringt euch ehrlich gesagt gar keine Huge-Chancen. Das Einzige, was es euch bringt, sind halt die starken Pets aus dem Egg. Da kriegt ihr mal ein paar von denen und die könnt ihr theoretisch auch für Gems in der Trading Plaza anbieten. Da kriegt ihr erstmal ein paar extra Gems zum Beispiel. Auf jeden Fall wollt ihr dann einfach mal hier links automatisch anmachen, damit ihr auch erstmal automatisch Eggs öffnen könnt. Klickt dann einfach hier auf E, maximale Anzahl an Eier kaufen und dann hättet ihr einfach Eier. Das Problem ist bei dieser Huge-Farm-Methode ist halt wirklich, dass die Chance für ein Huge-Pet zwischen 1 in 5 Millionen Eggs und 1 in 20 Millionen Eggs sind. Wahrscheinlich sogar noch seltener, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe jetzt insgesamt auch schon 5 Millionen Eggs mindestens gehatcht und bekommen habe ich nichts. Das Ding ist halt, es ist auch nicht so einfach, hier zum Beispiel 1 Million Eggs einfach so zu hatchen. Mit 68 Hatches, die ich hier habe, brauche ich trotzdem 14 Stunden, um 700.000 Eggs zu öffnen. Und übrigens, das geht wirklich nur im besten Ei. Das heißt wirklich nur beim Egg 76. Bei Egg 75 seht ihr hier ist gar nichts und das ist bei den anderen Eggs genauso. Das heißt, ihr müsst wirklich aber im besten Egg öffnen, was ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein Problem ist, wenn ihr schon im Late Game seid. Es ist aber wirklich nicht schwer, die Coins zusammen zu farmen. Wie gesagt, ich kriege vielleicht innerhalb von 1/2 Stunde bis vielleicht maximal 1 Stunde ohne Boost, ganz wichtig. Boost sind maximal 30 Minuten, auf jeden Fall. Ohne Boost kriege ich trotzdem innerhalb von 1 Stunde die maximale Anzahl an Coins. Aber wie gesagt, es dauert halt wirklich erstmal, damit ihr überhaupt 20 Millionen Eggs hatchen könnt, 16 ganze Tage. Das heißt, ihr müsst wortwörtlich 2 bis 3 Wochen lang hatchen, damit ihr zu 100% ein Huge Pet bekommt. Und damit meine ich wortwörtlich 2 bis 3 Wochen durchgehendes Hatchen, damit ihr zu 100% ein Huge Pet bekommt. Deswegen, das ist tatsächlich die beste Methode, um AFK Huge Pets zu bekommen, falls ihr keine Game Pässe habt. Aber die ist halt auch eine der zeitintensivsten Methoden, um Huge Pets zu bekommen, gratis. Da gibt es wirklich Methoden, die 10-mal besser sind. Aber eine Sache, die ihr auch machen könnt, um erstmal das Huge Pet zu bekommen, ist erstmal den Huge Hunter Game Pass kaufen. Das, was sogar lustig an dem Game Pass ist, ist, dass mit diesem Game Pass ihr trotzdem 3 Wochen maximal hatchen müsst. Ohne den Game Pass werdet ihr wahrscheinlich nochmal länger hatchen müssen, um erstmal ein Huge Pet euch zu erhatchen. Denn wenn wir hier unten rechts auf die Lupe gehen, seht ihr, wir kriegen 2500% mehr Chancen auf aktive Huge Pets. Das sind halt wortwörtlich die, die hier oben sind. Und ohne den wäre es wahrscheinlich sogar einen Monat, wenn ich sogar noch mehr dir hatchen müsstet. Aber trotzdem, ihr könnt tatsächlich
tatsächlich diese Methode mit Zweiter-Cons ziemlich einfach bekämpfen. Denn ihr könnt eigentlich auch hier einfach neue Zweiter-Cons machen. Sagen wir als Beispiel, jeder eurer Zweiter-Cons hat jetzt Huge Hunter und auch erstmal die maximale Anzahl an Eggs, wie mein Hauptaccount. Da bräuchtet ihr anstelle von 3 Wochen nur noch 1,5 Wochen. Wenn ihr daraus dann noch einen 3. und 4. Account macht, braucht ihr nur noch ungefähr 5 Tage. 5 bis 6 Tage. Und desto mehr Accounts ihr immer noch reinmacht, desto mehr Chancen, bzw. desto schneller hatcht ihr das natürlich auch noch. Das heißt, wenn ihr in der Theorie 100 Accounts habt, die alle die maximale Anzahl an Egg-Hatches hat, dann meine ich jetzt Free-to-Play, um genau zu sein, aber wenn ihr auf allen 100 Accounts die maximale Anzahl an Egg-Hatches habt, die ihr Free-to-Play bekommen könnt, keinen Huge Hunter Game Pass habt, aber immerhin ein Huge Hunter Buch, dann bekommt ihr trotzdem locker innerhalb von ein paar Tagen maximal ein Huge Pet aus den Eggs. Das ist das Gute an der Methode, die ist ganz einfach zu skalieren, denn es ist wirklich nicht schwer, falls ihr einmal schon am Ende des Spiels wart, neue Accounts zu machen, die ganz, ganz schnell am Ende des Spiels sind. Das einzige Problem, was ihr bekommen würdet, wären halt wirklich die Gems und natürlich die Rank-Ups, die ihr machen müsstet, für mehr Egg-Equip-Slots. Aber selbst das ist ehrlich gesagt nicht die Welt. Also ja, wenn ihr genug Langeweile habt und AFK das Beste aus eurer Situation machen wollt, macht einfach irgendwie 10 bis 100 Accounts und hatcht die ganze Zeit mit den AFK. Das nächste Huge Pet, was wir erstmal haben, ist die Huge Propeller Cat. Diese findet ihr erstmal in der 3. Area. Dort können wir nämlich, sobald wir das erste Mal gebufft haben, in das Tor links reinlaufen. Und da seht ihr erstmal das Glücksrad mit der Huge Propeller Cat daneben. Ihr seht, ich habe das gerade nicht. Ich habe da irgendwie 20 Large Gift Bags, aber wir spinnen einfach mal, damit ich euch erstmal zeigen kann, wie das aussehen wird, wenn dort eine Huge Propeller Cat ist. Okay, ich werde noch einmal spinnen, wenn ich das dann immer noch bekomme. Dann zeige ich euch erstmal die Methode, wie ihr erstmal eine Huge Propeller Cat immer bekommen werdet. Und ich habe wieder keine. Ich habe jetzt 6 Münzen tränken. Was will ich mit 6 Coin tränken? Dann zeige ich euch erstmal die Methode einfach, mit der ihr die ganze Zeit respinnen könnt, ohne Tickets zu benutzen, damit ihr eure Tickets nur für die Huge Propeller Cat benutzt. Dafür müsst ihr erstmal hier in den Trading Plaza gehen, egal ob Pro oder Normal. Und sobald ihr erstmal hier seid, teleportiert euch einfach wieder zurück. Dann kommt ihr auf den exakt gleichen Server wieder vor, aber ihr werdet sehen, dass das Glücksrad resettet wurde. Ich habe zwar immer noch kein Glück, davor waren 6 Münzentränke, jetzt sind es 3 Lucky-Tränke. Deswegen machen wir das einfach nochmal und dann immer wieder und immer wieder. Und früher oder später werdet ihr eine Huge Propeller Cat sehen in entweder Gold, Normal oder auch sogar in Rainbow. Shiny kriegt man die, glaube ich, nicht, aber immerhin in Normal, Gold und Rainbow. Und wenn ihr ganz penibel seid, könnt ihr tatsächlich einfach nur spinnen, wenn ihr die in Gold oder Rainbow seht. Okay, Leute, ich habe jetzt endlich die Huge Propeller Cat bekommen. Da ist sie. Jetzt können wir einmal spinnen und vielleicht kriegen wir die auch erstmal. Let's go, wir kriegen... Nö, wir kriegen das 18%ige Tap Power. Ja, bringt mir nichts. Und da ist erstmal wieder ein Schadenstrank. Aber das wollt ihr erstmal machen, um erstmal die Huge Propeller Cat zu bekommen. Aber wie ihr die Tickets bekommt, ist auch ganz einfach. Ihr kriegt ein Ticket alle 16 Stunden oder sowas. Gratis aus diesem Jackpot hier. Oder ansonsten kriegt ihr die Tickets durch einmal nochmal die Daycare. Wenn wir hier auf Area 20 gehen, da werdet ihr sehen, da ist eine Daycare und ihr habt dort auch eine kleine Chance, um erstmal dort ein Ticket zu bekommen, der eure Pets dort reinmacht und wieder abholt. Ich hatte jetzt nicht viele Tickets dadurch bekommen. Ich glaube insgesamt, seitdem das Spiel rauskam, 2 oder 3 Tickets. Deswegen nicht so viel. Und die beste Methode, um tatsächlich Tickets zu bekommen, ist ganz einfach. Ihr klappert einfach immer die Merchants ab. Das würde ich euch generell sogar empfehlen. Warum, komme ich da später nochmal zu. Aber ihr bekommt normalerweise beim letzten Respect Level, das heißt bei Respect Level 5, hier tatsächlich öfter Tickets für 3000 oder 4500 Gems pro Ticket. Gerade so ein Namensschild, ja, ist trash. Das nächste Huge Pet, was ihr aber bekommen könnt, ist tatsächlich in Area 30. Nämlich dort gibt es ein kleines Minigame, falls ihr es noch nicht wusstet. Wenn wir dort nämlich hingehen, seht ihr erstmal die Dickside. In der können wir erstmal reingehen und das Ziel in der Dickside ist erstmal, einfach sich so weit es geht nach unten zu buddeln. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dann früher oder später durch eine Kiste den Huge Fossil Dragon. Das Problem bei dieser Area ist tatsächlich nur, dass ihr euch komplett nach unten buddeln müsst. Das heißt, diese Kisten hier oben bringen euch gar nichts. Die bringen euch gar keine Huge Pets oder was weiß ich was. Die bringen euch vielleicht ein paar kleine Presents für das Winter-Update. Das war's dann aber auch. Gerade habe ich eine Diamond Select bekommen. Ja, ist nicht gut. Ich habe 300 von denen. Aber ihr bekommt halt wortwörtlich aus dieser Area nichts. Ihr müsst wortwörtlich ganz, 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 ganz nach unten euch buddeln. Damit meine ich wortwörtlich zu der letzten oder vorletzten Area. Nee, ich wollte erstmal dort Level 4er und Level 5er Kisten öffnen. Level 5er Kisten sind ultra selten. Ich habe bisher nicht eine gefunden, lustigerweise. Und ich habe schon ein bisschen gebuddelt. Und Level 4er Kisten, die haben nicht so hohe Chancen auf den Huge Fossil Dragon. Die Chancen für den Huge Fossil Dragon sollen anscheinend bei der Level 4er Chest 0,000133 sein. Und bei der Level 5er Kiste sollen es anscheinend 0,00002% sein. Also die Chancen sind nicht wirklich gut, bin ich ehrlich. Wenn man so rechnet, bräuchte man auf jeden Fall extrem viele Kisten, damit man überhaupt die Chance auf ein Huge
Pads hat. Vor allem, weil die Kisten, die Level 4er und Level 5er, ultra selten sind. Ja, und von Level 1 bis 3 bekommt ihr gar nichts. Also, was könnt ihr bitte machen, um erstmal eure Chancen zu optimieren, damit es viel einfacher sein wird, dieses Huge Pad zu bekommen? Das ist tatsächlich nicht so einfach, denn die Nummer 1 ist erstmal die beste Schaufel zu haben, genauso wie ich. Oder am besten sogar noch besser, die goldene Schaufel zu haben. Ich habe hier keine goldene Schaufel. Ich habe nämlich hier diese Pro-Schaufel, die irgendwie 150.000 Coins kostet oder so. Die ist auf jeden Fall ein bisschen Grinding angesagt. Ich glaube wirklich so ein paar Stunden ist hier locker für die Schaufel hier, die ich habe, grind. Da lohnt sich das wahrscheinlich sogar wirklich eher eine goldene Schaufel für 300.000-400.000 Gems in der Trading Plaza zu kaufen. Wir können das theoretisch auch erstmal probieren. Aber wenn ihr den nicht für Gems kaufen wollt, könnt ihr in der Theorie auch erstmal einfach Obbys machen. Denn bei so ziemlich jeder Obby werdet ihr sehen, wenn ihr auf Seite 7 oder so geht. Nee, anscheinend sogar Seite 10 sehen, dass ihr die Chance auf eine goldene Schaufel und eine goldene Gießkanne habt. Die Chancen sind aber nicht wirklich hoch und da wird es sich wirklich lieber lohnen, wenn ihr einfach nur zur Trading Plaza geht und die für 200.000 Gems oder so kauft. Weil die Chancen sind halt ultra mies. Ich habe jetzt zwar nicht so viele Obbys gemacht, aber ich habe auch nichts Goldenes aus den Obbys bekommen. Das Beste, was ich aus den Obbys bekommen habe, war wortwörtlich dieses Medium Present. So, ansonsten habe ich nichts Gutes bekommen. Selbst das Medium Present ist eher so meh. Wenn ihr könnt sehen, ich habe 53 von ihm. So krass kann er jetzt auch nicht sein. Hier finden wir sogar goldene Angeln in der Trading Plaza. Zu der kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ich brauche eine goldene Schaufel und keine goldene Angel. Okay, Leute, ich habe jetzt endlich eine goldene Schaufel gefunden. 800k für eine goldene Schaufel ist schon extrem viel, ehrlich gesagt. Aber egal, zahlen wir das für die. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr zu suchen. Ich habe locker 10 Minuten nach der gesucht. Ich weiß nicht, warum alle Leute goldene Gießkannen haben, aber keine goldenen Schaufel. Wie ich mir das erklären kann, ist tatsächlich, dass man durch den Gärtnershop, wenn man Glück hat, auch goldene Gießkannen bekommen kann. Wenn wir nämlich zum Blumenfeld gehen, sehen wir ja erstmal dort den Gärtnershop und dort kriegt man dann anscheinend, wie ich das jetzt verstanden habe, gesehen habe ich das jetzt noch nicht, aber wie ich das verstanden habe, kriegt man erstmal hier aus dem letzten Slot, wenn man Glück hat, auch eine goldene Gießkanne. Das kann tatsächlich daran liegen, dass die goldene Angel einmal vom Traveling Merchant verkauft wird und dann nochmal die goldene Gießkanne vom Gartenhändler verkauft wird und halt die goldene Schaufel einfach nur aus den Obbys zu bekommen ist. Aber trotzdem sind 800k auf jeden Fall viel zu viel. Zahlt, wenn ihr es könnt, nur 650k für die. Ich habe das jetzt einfach nur so fett overpaid, damit ich die erstmal für dieses Video schnell bekomme. Auf jeden Fall ist das erstmal die beste Methode, um die Huge Fossil Dragon schneller zu bekommen. Ihr holt euch die goldene Schaufel, buddelt euch zur letzten Area und öffnet dann alle Kisten, die ihr findet. Und mehr könnt ihr nicht machen tatsächlich. Ihr könnt wortwörtlich einfach nur hier buddeln wie so ein Vollidiot, bis ihr ganz unten angekommen seid. Nämlich hier ist erstmal die untere Area. Das ist jetzt die letzte Area, dieses dunkle hier. Und ab hier spawnen dann auch Level 5er Kisten. Ich habe übrigens auch die goldene Schaufel mir geholt, weil ohne goldene Schaufel dauert das ewig, einen Block abzubauen. So geht das mehr oder weniger noch schnell. Es dauert immer noch lange, aber es geht viel schneller als ohne goldene Schaufel. So viel kann ich euch auf jeden Fall verraten. Wie die Level 5er Kisten aussehen sollen, sind anscheinend das hier. Das sollten gerade eben, die Kisten, die ich gerade eben abgebaut habe, sollen anscheinend Level 5er Kisten sein. Ich habe daraus zwar nur ein kleines Geschenk bekommen, aber wenn ihr Glück habt, kriegt ihr daraus erstmal auch den Huge Fossil Dragon. Diese Methode könnt ihr mehr oder weniger AFK machen. Ihr könnt nämlich, wenn ihr es einmal komplett von unten durchgebuddelt habt, könnt ihr einmal nach oben gehen, euch entweder direkt daneben stellen oder einfach am besten, das würde ich machen, zwei Felder daneben stellen, damit ihr auch erstmal hier schön alle Felder drumherum habt. Dann geht ihr erstmal hier in First Person, klickt nach unten und drückt zweimal Escape, damit das hier passiert. Jetzt, ohne dass ich irgendwas hier anfasse, haut es ab. Das heißt, ihr könnt euch aus dem Tab raustappen und dann theoretisch irgendwas nebenbei machen, wenn das in euch runterbuddelt. Und wenn ihr die goldene Schaufel habt, braucht ihr ungefähr so 10 Minuten, um erstmal ganz unten anzukommen. Das heißt, ihr könnt dann circa alle 10 Minuten einfach AFK euch runterbuddeln für das Huge Pad. Dann in 10 Minuten euch wieder neu positionieren, damit ihr weiter buddelt und immer so weiter. Dann könnt ihr vielleicht auf einem anderen Account, währenddessen ihr euch runterbuddelt, Pets unter 99 durchspielen oder halt mit anderen Methoden erstmal Huge Pets bekommen. Das ist tatsächlich auch eine ziemlich gute Methode, um AFK erstmal das Huge Pad zu bekommen. Wie gesagt, sind nur die Chancen nicht wirklich hoch. Und die Kisten sind auch nicht wirklich häufig. Das ist halt das Problem bei der Methode. So, ich habe jetzt erstmal noch ein paar Minuten hier ein bisschen buddeln lassen, Leute. Und ihr seht, ich habe mich ein bisschen weit gebuddelt, ehrlich gesagt. Jetzt nicht wirklich krass weit. Ich bin immer noch nicht am Boden angekommen. Aber das könnt ihr theoretisch machen, um erstmal in diese Area den Huge Fossil Dragon zu bekommen. Ihr AFK farmt einfach, bis ihr AFK buddelt euch einfach runter. Und dann, sobald ihr am Abgrund seid, positioniert euch einfach um. Auf jeden Fall, wenn wir zum Top gehen, sehen wir jetzt erstmal, wenn wir uns hier direkt daneben buddeln, da wird es sehr, sehr viele Kisten geben, die wir erstmal mitnehmen können. Beispiel hier ist auch wieder eine Kiste. Ich frage mich, gibt es hier irgendwelche interessanten Kisten? Ich hoffe doch, vielleicht kriege ich sogar wirklich den Huge Fossil Dragon. Denke ich aber ehrlich gesagt nicht, weil der ist ultra selten und ich würde schon mit sehr, sehr vielen Stunden farmen rechnen, wenn ihr den bekommen, beziehungsweise erfarmen wollt. Okay, da haben wir tatsächlich sogar hier eine Level 5er Kiste. Ich glaube zumindest, das ist eine Level 5er Kiste. Direkt schon hier in Area
4 oder so. Ich weiß nicht, welche Area das ist. Wir haben der vorletzten. Und wir haben da ja nichts bekommen. Okay, ich glaube, ich hatte wirklich kein Glück jetzt aus den Kisten hier. Da war jetzt noch eine Kiste, die ich nicht mitgenommen habe. Aber ich habe wirklich kein Glück gehabt mit den Huge Fossil Dragon Leiter. Ich habe aber auch nicht viel geschaufelt, ehrlich gesagt. Ich habe wortwörtlich gerade eben vielleicht 10 Minuten geschaufelt. Deswegen, ich würde mit sehr viel mehr rechnen, die ihr erstmal in der Area schaufeln müsst für den Huge Fossil Dragon. Das nächste Huge Pet ist erstmal wieder in der dritten Area beim Schloss. Ich könnte hier dort auch erstmal neben der Spinwheel Area natürlich erstmal hier ein Spinwheel spinnen, um erstmal die Huge Propeller Cat zu bekommen, haben wir ja vorhin schon euch gezeigt. Aber ihr könnt auch daneben zur Crystal Chest geben und seit dem neuen Update kann man erstmal dort den Huge Wizard Vesti bekommen mit seinen Crystal Keys. Wir können erstmal hier probieren, ob wir den bekommen. Ich habe schon sehr, sehr viel ausgegeben, um erstmal den zu bekommen, hatte bisher aber gar kein Glück. Ich habe über 100 Schlüssel schon benutzt und habe den immer noch nicht bekommen. Gerade eben müssen wir einen Bonus-Charm bekommen. Den können wir direkt auf ein Pet drauf werfen. Einfach so auf den Huge Happy Rock. Sehr, sehr nice. Aber an sich, ich hatte nicht wirklich viel Glück bisher mit der Crystal Chest, was das Huge Pet anging. Ich habe ein paar Bücher bekommen. Jetzt auch keine krassen. Ich habe gerade eben eine Crystal Key bekommen. Das ist schon wild. Da habe ich schon wieder eine Crystal Key bekommen. Ja, schade, dass ich leider den Huge noch nicht bekommen habe. Wieder ein Bonus-Charm. Okay, den gönne ich mir direkt erstmal auf einem Pet. Jetzt habe ich gerade sogar mehr Glück als normalerweise. Aber durch diese Crystal Chest könnt ihr tatsächlich auch außerhalb von Charms oder halt guten Büchern auch den Huge Wizard Vesti, wie gesagt, bekommen. Der ist halt nur mega selten. Wie gesagt, ich habe ja schon über 100 Kisten von diesen geöffnet und habe nichts bekommen. Ich habe wortwörtlich ein Exotic Pet Buch bekommen. Ich glaube, einen Charm Stone habe ich bekommen. Ein Midas Touch Buch. Agility Charm habe ich, glaube ich, auch bekommen. Ansonsten halt auch nichts Krasses. Also wirklich wilde Sachen habe ich leider noch nicht bekommen. Und die Schlüssel sind auch ziemlich schwer zu bekommen. Die Lower Key Huffs, davon habe ich 79. Die sind nicht schwer zu bekommen, aber die Upper Key Huffs sind sehr schwer zu bekommen. Doch was ist die beste Methode, um erstmal Crystal Keys zu bekommen? Genauso wie bei den Spinwheel Tickets müsst ihr einfach dort die ganze Zeit bei den Merchants vorbeischauen. Das heißt beim Traveling Merchant und bei den normalen Merchants vorbeischauen. Dort wird manchmal nämlich, hier gerade leider nicht, aber manchmal werden hier auch erstmal Crystal Keys verkauft. Ansonsten könnt ihr halt wortwörtlich nur bei den normalen Merchants bzw. bei dem Traveling Merchant vorbeischauen. Und halt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr die random gedroppt, wenn ihr irgendwas abbaut. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der besten Area einfach Coins farmt oder was weiß ich was farmt, könnt ihr auch mit etwas Glück erstmal aus dieser Area random entweder Lower oder Upper Key Huffs bekommen. Jetzt auch nicht viele, aber schon ein paar könnt ihr damit zusammensammeln. Das nächste Huge Pet ist sogar lustigerweise ein Achievement Huge Pet. Nämlich, wenn ihr zu den Achievements geht, ein bisschen runterscrollt, seht ihr erstmal das Achievement Is It Real. Wenn ihr drauf geht, seht ihr erstmal, das sind insgesamt zwei Achievements. Einmal Falling Down und einmal Is It Real. Falling Down kann ich euch ziemlich einfach zeigen, wie man das bekommt. Dafür müsst ihr erstmal einmal in die 18. Area reingehen zum Dschungel Obby. In der wollt ihr einfach mal kurz reingehen, in die Säure springen und dann erstmal nach zu Hause drücken, um euch out of map zu glitchen. Gerade hat das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen zu früh gemacht. Aber ihr wollt einfach nur in die Säure reinspringen und dann erstmal nach Hause drücken. Und das funktioniert nicht, hä? Ich weiß ja nicht, ob ich hier Fehler mache. Bitte schreibt mir das in die Kommentare, falls ich hier einen Fehler gemacht habe. Aber irgendwie funktioniert diese Methode nicht mal mit dem Rausglitschen. Aber eine Methode, die auf jeden Fall funktioniert, ist erstmal in die VIP-Area zu gehen. Ich wollte hier erstmal rechts in diese Ritze reinspringen, einfach runterfallen und dann werdet ihr erstmal in die Stairway to Heaven Area teleportiert. Hier habt ihr erstmal eine Treppe, die ihr hochlaufen könnt. Und früher oder später wird dort erstmal eine Plattform spawnen, indem ihr erstmal den goldenen Huge Angel Dog euch abholen könnt. Das ist aber ultra selten und die Chancen sind zwischen 1 zu 1 Million bis 1 zu 5 Millionen. Und das Problem ist wirklich, die Free-to-Play-Variante funktioniert anscheinend nicht mehr. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich glaube, die Free-to-Play-Variante in den Stairway to Heaven zu kommen, funktioniert einfach mittlerweile nicht mehr. Aber falls ihr sowieso die schnellere Methode machen wollt, um in den Stairway to Heaven zu kommen, wollt ihr sowieso erstmal den VIP-Game Pass haben. Denn wenn wir zurück nach Hause gehen, dann erstmal mit unserem Hoverboard rüber zur VIP-Area gehen, wieder durch die Ritze gehen, aber diesmal auf unser Hoverboard hier links drauf spammen, dann haben wir mit ein wenig Glück erstmal auch einen Hoverboard im Stairway to Heaven. Okay, nach ein paar Versuchen habe ich das erstmal geschafft und ihr seht, ich habe jetzt erstmal hier in der Stairway to Heaven Area ein Hoverboard und ich sage euch so viel, mit dieser Methode mit dem Hoverboard werdet ihr auf jeden Fall dreimal so schnell, wenn nicht sogar viermal so schnell zum Huge Angel Dog kommen, als wenn ihr den ganzen Weg zu Fuß läuft. Deswegen, wenn ihr wirklich den Angel Dog bekommen wollt, dann wirklich mit dem Hoverboard. Ansonsten könnt ihr das ehrlich gesagt einfach vergessen. Aber selbst mit Hoverboard ist es trotzdem sehr, sehr selten, um erstmal den Huge Angel Dog zu bekommen. Das nächste Huge Pet, was wir bekommen können, ist erstmal in der Pirate Tavern Area. Dort können wir nämlich schön angeln. Und ja, Leute, ich habe es ja vorhin schon erzählt, es gibt ja auch eine goldene Angel und was weiß ich nicht alles. Und die könnt ihr erstmal in dieser Area bekommen, denn in dieser Area kriegt ihr erstmal den Huge Poseidon Corgi. Für den wollt ihr wortwörtlich einfach nur in die Area reingehen und einfach wie Vollidioten die ganze
jetzt hier stehen und angeln. Sobald die Angel runtergeht, könnt ihr erstmal hier einfach nur euren grünen Bereich um diese Angelrute hier halten, damit diese Angelrute die ganze Zeit im grünen Bereich ist. Wenn ihr aus dem grünen Bereich fällt, dann verliert ihr und wenn ihr verliert, kriegt ihr natürlich kein Huge. Und in der Area, beziehungsweise bei dem Minigame, ist wirklich eine goldene Angel ein Muss. Denn durch die goldene Angel kriegt ihr nicht nur mit etwas Glück das Huge, sondern auch erstmal Crystal Keys oder auch zum Beispiel seltene Bücher, wenn ihr sehr viel Glück habt, oder auch Spinwheel Tickets. Kriegt ihr auch durch die Area. Ja, da kann man nicht genau sehen, was man durch diese Area bekommt, durchs Angeln. Aber man weiß ungefähr, man kriegt Tränke, man kriegt Bücher, man kriegt ein paar Boosts, man kriegt auch erstmal Rainbow-Scheiße und halt alte Stiefel. Und wenn man Glück hat, Spinwheel-Tickets plus nochmal dem Huge Poseidon Corgi. Die Angelroute kriegt ihr, wie gesagt, erstmal durch den Traveling Merchant, wenn ihr Glück habt, bei dem letzten Respect-Level. Das heißt, ihr müsst mindestens, glaube ich, Respect-Level 4 sein, um den erstmal bekommen zu können. Ich habe leider nicht so viel Glück mit dem Traveling Merchant. Ich kriege halt hier ein paar Bücher und ein paar Tränke, die jetzt wirklich nicht der Burner sind. Aber wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dort erstmal die goldene Angel. Und die goldene Angel könnt ihr tatsächlich sogar ziemlich billig in der Trading Plaza kaufen, falls ihr die haben wollt. Die kostet dort nämlich nur ungefähr 300.000 bis 400.000 Gems. Das Problem an der Angel-Area ist aber tatsächlich, dass ihr das nicht AFK machen könnt, wie bei der Dig-Site. Dort könnt ihr mehr oder weniger AFK erstmal farmen. Das geht aber wirklich nicht beim Angeln. Da müsst ihr wirklich die ganze Zeit angeln. Ihr könnt vielleicht irgendeinen Tiny-Task-Script machen, aber das ist auch nicht so sicher tatsächlich. Weil das ist immer abhängig von eurer Situation, wie schnell ihr erstmal den Fisch fangt, ob ihr überhaupt den Fisch fangt dann und so weiter und so weiter. Deswegen ist das tatsächlich das Huge-Pad, was am schwersten zu bekommen ist. Und der einzige Weg, um erstmal eure Chancen zu erhöhen für dieses Huge-Pad, ist halt wirklich, euch eine goldene Angel zu gönnen. Denn ihr braucht tatsächlich entweder die Level 4er Angel oder die goldene Angel, um erstmal das Huge-Pad überhaupt bekommen zu können. Deswegen würde ich euch ehrlich gesagt einfach empfehlen, die goldene Angel euch in der Trading Plaza einfach zu kaufen. So teuer ist die wirklich nicht. 300.000 Gems. In Zukunft wird sie ja nochmal billiger, da bin ich mir sicher. Aber momentan kostet die 300.000 Gems die goldene Angel. Lohnt sich, falls ihr natürlich angeln wollt. Aber wie gesagt, man kann das auf jeden Fall nicht AFK machen. Ich habe es versucht, geht nicht. In keiner Art und Weise. Nicht mal mit extra Programmen. Das nächste Huge Pad ist auch nicht AFK farmbar, aber dafür ein Muss. Also ihr müsst das wirklich machen. Ich würde das jedem von euch empfehlen, erstmal den Chest Rush zu machen. Nämlich könnt ihr dort erstmal den Huge Fire Pony bekommen. Und nicht nur das. Diese Chest Rush würde ich immer alle 2 Stunden machen an eurer Stelle. Denn ihr seht, wenn ich erstmal die gesamten Sachen hier abbaue, dann seht ihr, ich bekomme erstmal mit etwas Glück da ein kleines Weihnachtsgeschenk. Manchmal sind das auch große Weihnachtsgeschenke, manchmal aber auch, kriegt man dort einfach Charmstones oder seltene Bücher. Natürlich auch mittlere oder Legendary oder sogar X-Large Presents. Wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar Titanic Presents, da bin ich mir aber nicht sicher. X-Large habe ich auf jeden Fall in dieser Area bekommen. Titanic Presents bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall aber ist das eine super gute Methode, um erstmal Items zu farmen. Was ihr machen wollt, ist erstmal in dieser Area ein Mangled-Buch reinwerfen und die restlichen Slots erstmal mit Treasure Hunter 5 Büchern belegen. Dann wollt ihr bei euren Tränken erstmal noch einen Treasure Hunter Trank benutzen und dann erstmal diese Area durchfarmen. Die Chance ist aber auch nicht so hoch beim Chest Rush, das Huge zu bekommen. Nämlich habt ihr bei der 5. Kiste, das heißt hier hinten, die Chance von 0,001% das Huge in normal zu bekommen. Eine Chance von 0,000107% das Huge in Gold zu bekommen. Und eine Chance von 0,000537%, um es in Rainbow wahrscheinlich zu bekommen. Dann gibt es nochmal das Huge in dieser finalen Area. Da habt ihr aus jedem Collectible, was ihr abbaut, die Chance von 0,00001% das Huge normal zu bekommen. Was tatsächlich sogar ziemlich hoch ist, bin ich ehrlich. Das ist wirklich hoch. Dann habt ihr nochmal die Chance von 0,00001% das Huge in Gold zu bekommen und dann nochmal mit einer extra Null das Huge in Rainbow zu bekommen. Ihr könnt an sich auch nichts hinzufügen, irgendwie an Tränken oder an Büchern, damit ihr erstmal mehr Chancen für das Huge Pad habt. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist erstmal Treasure Hunter Bücher reinwerfen, damit ihr mehr Crystal Keys bekommt oder mehr Charmstones bekommt und was weiß ich nicht noch alles, was ihr aus dieser Area bekommen könnt. Chancen auf das Huge Pad wird es aber leider nicht hinzufügen, wenn wir erstmal einen Treasure Hunter Trank trinken. Das ist wortwörtlich nur für die extra Items, die ihr dadurch bekommt. Und das würdet ihr dann alle 2 Stunden machen. Denn selbst wenn ihr nicht das Huge bekommt, bekommt ihr trotzdem extrem viele Items, die euch sehr weit bringen werden im Pet Simulator. Wie gesagt, allein wegen den Presents lohnt sich das. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr tatsächlich sogar ein Huge. Und wenn ihr es oft genug macht, kriegt ihr sowieso früher oder später ein Huge. Und in der Theorie könnt ihr das sogar auf 2 Accounts machen. Ihr braucht nur ungefähr Rang 5 auf den zu sein und erstmal das Spiel 2-mal durchgespielt.
gespielt haben. Das heißt, ihr wollt erstmal 2 Rebuffs auf einem Account haben, plus nochmal Rang 5 sein mit der maximalen Anzahl an Pet-Equip-Slots. Und natürlich wollt ihr auch erstmal Pets haben, wie den Frostbear oder irgendwie sowas. Halt 190k Stärke wollt ihr haben. Mindestens. Und das halt auf jedes Pet, was ihr im Inventar habt. Dann sollte der Chest Rush mega easy sein. Könnt ihr theoretisch einfach auf anderen Accounts den Chest Rush durchspielen, währenddessen ihr auf eurem Hauptaccount wartet, bis ihr wieder den Chest Rush machen könnt. Das habe ich auf 3 Accounts gemacht und leider hatte ich immer noch kein Glück für die cute Feuerpferde, die ich hätte bekommen können. Aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, es lohnt sich so oder so, den Chest Rush zu machen. Und ich meine, wieso nicht ein Huge Pet bekommen, wenn es sich so oder so lohnt, den Chest Rush zu machen. Deswegen, Leute, egal ob ihr denkt, dass ihr ein Huge Pet bekommt oder nicht, macht wirklich den Chest Rush. Es lohnt sich so krass. Die nächste Methode, um erstmal Huge Pet zu bekommen in Pets 99, ist tatsächlich einfach in der letzten Area zu farmen, damit ihr erstmal Presents bekommt. Denn warum wollt ihr Presents, fragt ihr euch bestimmt. Ganz einfach, Leute. Ihr könnt diese Presents in der Spawn Area hochcraften. Nämlich könnt ihr dort eure kleine Presents nehmen. Ich habe zum Beispiel 306 und ich kann die erstmal für 3000 Gems zu 61 mittleren Presents umcraften. Das machen wir ganz schnell. Dann habe ich erstmal hier 116 mittlere, dann kann ich das zu 23 großen umcraften. Dann kann ich erstmal 36 zu 7x großen craften. Dann kann ich diese 7x großen zu einer Titanic craften. Und aus dieser Titanic könnt ihr erstmal einmal das Titanic Pad bekommen und einmal ein Huge Pad bekommen. Das können wir auch erstmal probieren. Ich habe nämlich 2. Wir werden nur 1 jetzt öffnen. Wir bekommen aus dem erstmal und ein paar Gems. Jetzt nicht viele. 9000 Gems ist jetzt nicht der Burner. Wir kriegen den Center Paws. Kann man machen. Tatsächlich 2 Center Paws. Ist ganz stabil. 3 Center Paws. Ja, ist ganz stabil, aber jetzt auch nicht der Burner. Warum die stabil sind, ist ganz einfach. Der Center Paws ist an sich der stärkste, beziehungsweise das stärkste Pad, was es momentan in Pets 99 gibt. Aber leider habe ich kein Titanic oder Huge bekommen. Let's go. Komm, wir öffnen doch nochmal das 2. Bekommen aus dem erstmal ein paar Toys, ein paar Boosts. Jetzt kommen langsam die Pets. Ich bin gespannt. Kriege ich irgendein krasses Pet? Wir haben den Snowflake Pegasus bekommen. Der ist echt nicht gut. War's das? Okay, ich hatte echt gar kein Glück gerade. Aber das könnt ihr theoretisch machen. Ihr könnt die so lange öffnen, bis ihr entweder das Titanic Pet bekommt oder das Huge Pet bekommt. Und wenn ihr erstmal zu der letzten Area geht, natürlich, als Bücher erstmal einmal ein Magnet Buch hat, mindestens ein Criticals 5 Buch habt, je nachdem, wie stark eure Pets sind. Ich würde an meiner Stelle erstmal 2 benutzen, weil meine Pets sind nicht so stark. Aber wenn ihr auch mit mehreren Leuten im selben Server farmt, die auch stark sind, reicht auch manchmal nur ein Criticals 5 Buch. Auf jeden Fall wollt ihr danach die letzten Plätze mit Treasure Hunter Büchern füllen. Falls ihr sogar noch das Geld oder die Gems habt für das Chess Mimic Buch, wollt ihr erstmal das Chess Mimic Buch reinwerfen. Denn das ist das einzige Buch, was auch erstmal extra Geschenke gibt. Ich habe es probiert. Durch das Chess Mimic Buch könnt ihr tatsächlich Geschenke bekommen. Aber wenn ihr erstmal zum Lucky Block Buch geht, werdet ihr sehen, da bekommt ihr keine Geschenke aus den Lucky Block Büchern. Ich habe zumindest aus gar keinem Lucky Block, was ich jemals gespawnt habe, irgendein Geschenk bekommen. Nur immer Bücher, Boosts oder halt auch Früchte. Auch ein paar Gems, aber das sind auch nicht genug Gems, dass sich das lohnen würde. Wenn ihr Gems farmen wollt, dann würde es sich sogar mehr lohnen, einfach Diamonds Bücher reinzuwerfen anstelle von den Lucky Block Büchern. Und das ist erstmal euer Loadout. Damit wollt ihr erstmal hier AFK farmen. Natürlich könnt ihr auch erstmal hier Tränke reinwerfen, wie eine Damage Potion, eine Diamonds Potion. Weil ihr farmt tatsächlich auch ziemlich stabil. Diamonds in der Area, ungefähr 300.000 Gems pro Stunde. Und dann wollt ihr erstmal nochmal die Schatzjäger, beziehungsweise die Treasure Hunter Tränke, reinwerfen. Natürlich könnt ihr auch erstmal hier eure Boosts reinwerfen, wie zum Beispiel heißer Kakao. Da werfe ich einfach mal 10 rein. Squeaky Toy, damit ich schneller abbaue. Rainbow Früchte für mehr Gems, für mehr Drops und was weiß ich nicht alles. Zuckerstangen sind auch ultra wichtig, denn Zuckerstangen geben euch auch erstmal 1,5% mehr Chancen auf Drops, was bedeutet, dass ihr auch mehr Chancen auf Present Drops habt. Das ist auch super nice. Ansonsten ja, Toybälle, Toy Bones, natürlich die Früchte, super wichtig. Und dann nochmal zum Schluss, je nachdem, was ihr wollt, entweder eine Hasty Flag platzieren, eine Diamonds Flag platzieren oder sogar eine Fortune Flag platzieren. Gems bekommt jetzt nicht so viele durch die Methode, deswegen braucht ihr jetzt keine Diamonds Flag zu platzieren. Eine Hasty Flag bringt aber auch jetzt nicht so viel. Eure Pets werden einfach nur schneller und gehen von A nach B schneller. Ich weiß nicht, ob die schneller abbauen, aber die sind auf jeden Fall schneller am Rumswitchen zwischen den gesamten Collectibles. Quasi die Flag funktioniert wie, als würdest du ein Agility Charm auf dein Huge Pet packen. Deswegen an sich ist das schon nützlich, muss ich ehrlich sagen, aber es kann nützlicher sein, eine Fortune Flag reinzuwerfen. Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade nur nicht sicher. Und dann wollt ihr einfach erstmal in dieser Area einfach AFK stehen bleiben und einfach so viel abbauen, wie es nur geht. Mit dieser Methode farmt ihr ungefähr erstmal 5 bis 10 Titanic Presents mindestens euch am Tag. Vor allem, wenn ihr erstmal Chest Mimic Bücher habt, wird es nochmal viel schneller gehen. Und dann könnt ihr erstmal, wie ich, die Titanic Presents selber öffnen für das Huge Pet. Oder ihr könnt die erstmal für Gems verkaufen in der Trading Plaza. Ihr kriegt momentan ca. 600.000 Gems in der Trading Plaza. Das bedeutet, ihr bräuchtet ungefähr 4 bis 5 Titanics, um ein Huge Happy Rock zu bekommen. Müsst ihr selber entscheiden, ob sich das für euch
nicht lohnt, bin ich ehrlich. Ich habe auf jeden Fall gerade eben gesehen, wir haben außerdem ein Gingerbread House gesehen. Und wenn ihr das abbaut, kriegt ihr dort auch erstmal ein paar Presents. Ich habe gerade 2 große Weihnachtsgeschenke bekommen. Ist auch an sich lucky, aber ihr könnt auch durch den erstmal ein Titanic Present bekommen. Ich habe zum Beispiel auch heute ein extra Titanic Present durch einfach ein Gingerbread House bekommen. Und die spawnen halt ungefähr alle 30 Minuten bis eine Stunde. Manchmal auch ein bisschen öfter, aber im Durchschnitt so jede halbe Stunde spawnt eine von den Häusern. Und da ich das durch diese Methode auch ziemlich gut Gems farmt, jetzt nicht gut genug, um erstmal ein paar Huges zu kaufen, da müsst ihr trotzdem 10 Stunden farmen, aber in Kombination mit dem Titanic Presents verkaufen könnt ihr tatsächlich auch damit erstmal genug Gems euch zusammen farmen, um euch mindestens ein Huge für ungefähr 3 bis 5 Stunden euch zu erfarmen. An sich ist das ziemlich gut, sage ich ehrlich, aber das ist auch super zeitintensiv. Das ist das Ding dahinter. Es ist die beste Methode tatsächlich, um momentan gratis Titanic Pets und gratis Huge Pets zu bekommen, vor allem wenn ihr tradet, da ist es auf jeden Fall sicher, dass ihr früher oder später ein Huge Pet bekommen werdet, spätestens nach einer Nacht farmen, aber die ist halt wie gesagt ultra zeitintensiv. Schaut euch dann nochmal dieses Video an und natürlich meine Pets unter 99 Playlist an.